Also, wir waren auf diesem Turn im Mittelmeer und bei Griechenland sind wir dann in sehr, sehr schweren Sturm geraten, was mich sehr gefreut hat. Oder soll ich sagen, was mir Angst gemacht hat? Scheiß drauf, sag mal beides und wir entscheiden das im Schnitt. Okay. Also, was mich sehr gefreut hat. Ich bin ja quasi im Kabelgat gezeugt und in der Wachskiste geboren worden. Also, auf hoher See bin ich ganz bei mir. Jedenfalls sind wir dann hoch am Wind gesegelt. Die Schonerjacht hatte extrem Lage. Immer wieder ruckartige Halsemanöver. Die Bäume flogen lautlos über unsere Köpfe und schlugen dann krachend in die Schot. Und ich habe verzweifelt versucht, mir an Deck eine Zigarette anzumachen. Aber ich konnte mich drehen und wenden, wie ich wollte. Ich habe sie nicht anbekommen, weil der Wind war einfach zu stark. Und ich habe auch im Schutz meiner Jacke habe ich sie nicht anbekommen. Du weißt schon, die große orangene Ja. Segeljacke, über die du dich mal lustig gemacht hast. Und Jorge, unser Steuermann, hat gegrinst, hat mich angeguckt und auf die Stufen gezeigt, die runter zur Messe führen. Und er rief mir zu: Im Windschatten des Niedergangs. Hey Hans. Geht's zu ihr? Was? Hans! 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 Hans!